Wenn man in einer Gruppe wandert, dann muss man sich auch auf die Bedürfnisse seiner Weggefährten einstellen. Wie das auf einem der klassischen Pilgerwege Österreichs selbst bei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gelingen kann, das erfährt ihr in diesem Video. Wann habt ihr das letzte Mal einen Spontanbesuch gemacht? Wisst ihr überhaupt noch, was das ist? Und wenn ja, hat sich der Besuch auch tatsächlich gefreut? Dieses Video startet mit einer ganz besonderen Geschichte, denn wir wollen uns heute zu viert auf dem Wiener Mariazellerweg machen. Also jedenfalls drei von den vieren wissen auch schon was davon. Gemeinsam mit Sarah und Marco von Strauchs Wanderlust haben wir den Plan ausgeheckt, Peter von Ich am Weg mit meiner Anwesenheit zu überraschen. Da wird es gelingen. Aber heute probieren wir das einmal mit dem Peter und schauen mal, wie der so reagiert. Ja, der Lidfassade ist ein großartiger Punkt, um sie zu verstecken, wie überhaupt der Sonnenstand richtig ist. Da habe ich die Ehre. Wo kommt der jetzt nur her? Wo kann der herkommen? Das ist der Grund, warum du schon was vorhast. Genau, ich habe schon was vor, habe ich da gesagt. Du kriegst noch was. Weil nicht nur er was kriegt, sondern auch du hast auch was. Oh, das ist lieb, danke. Mir scheint die Sonne aus. Wollt ihr beiden mit überraschen? Jetzt überraschen mich die beiden. Genau, schiefgegangen. Du solltest das doch schon gewohnt sein, oder? Ja, bei dir beiden überrascht mich mittlerweile nicht. Aber er vermutet ja nicht, dass wir Kontakt haben. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde euch begleiten, die erste Etappe. Ja. Und gehe dann weiter bis Weißenbach und fahre wieder mit Zug zurück. Überraschung geglückt, der hat sich gefreut. Er kann nichts anderes machen. Tja, eben noch zu viert, aber gleich doch nur mehr zu dritt. Nur, was ist passiert? Ja, Hauptsache, du freust dich. Das ist am wichtigsten. Optimaler kann es ja gar nicht starten. Ja, es startet wohl mit Einhornwetter. Wie bei fast jeder Wanderung gibt es auch hier eine Vorgeschichte. Marco und Sarah waren im Vorfeld der geplanten Wanderung schwer erkrankt und speziell Sarah musste froh sein, dass sie überhaupt wieder halbwegs auf die Beine gekommen war. Eine vollständige Begehung des Wiener Mariazellerwegs war für sie zu dem Zeitpunkt einfach nicht realistisch. Schau, jede Menge informative Wegweiser. Wir sind beschränkt, aber nicht zurückgeblieben. Impressionsstaubsauger ist wieder in Betrieb. Sarah hatte sich also mit dem Bus nach Heiligenkreuz aufgemacht. Mit einer Überraschung im Sinn. Die wird im Sommer, vorher, ne? Wenn sie die Weihnachtsmütze im Sommer anziehen müssen, wenn das Video rauskommt. Wie runter wollen wir nicht mehr? 20 Minuten, na schau, bitte. Kann man schon wieder da rauf, ja? 06 steht, ja? Alles live dokumentiert auf Flutter TV. Und wenn ich mich auf jemand anderen nicht einlassen möchte, dann bin ich halt auch am falschen Dampfer, dann brauche ich ja nicht mit jemand anderem wandern. Ne? Der mörderische Schlussanstieg beginnt. Jetzt muss die Story herausarbeiten. Ja. Genau. Werden wir überleben oder irgendwas? Ja. So, Wiener Wallfahrerweg geht da weiter. Jetzt gibt es mal Aussicht. Ne? Das ist jetzt die Josefswarte. Mariazellerweg. Gibt's ja mehr Schrift. Meine Erzfeinde. Schau, da hast du sogar namentliche Stufen. Oleg, die letzte. Marco, der ganze Wegverlauf liegt vor dir. Aber dazu musst du umdrehen, damit er vor dir liegt. Jetzt liegt er nämlich hinter dir. Hast du denn sonst Wiener Wald, oder? Peter, du weißt das ganz genau. Wie geht's weiter? Wir werden dann später noch die Autobahn unterführen und dann sind wir auch schon in Heiligenkreuz. So, da. Kammersteiner Hütte hinter uns gelassen. Nächstes Ziel, Salzstangl wird. Das finde ich da höchst diskriminierend. Das wird meinem Spieltrieb überhaupt nicht gerecht. Das ist ja sehr historisch, gell? Runter mit uns. Falls wir dann unten irgendwann einmal angekommen sind, schaust du dann sehr heruntergekommen aus. Trant. Kein Löschwasser. Sondern, schau, da hast du diese typische Form von den Föhren. Schaut richtig cool aus. Richtig so Besen. Und Dirndln, also Kornelkirschen, gibt es ja auch. Man muss relativ schnell sein, weil die Vögel mögen die nämlich auch sehr gern. Ich sehe gerade Marco, wie er mit so einem Vogel streitet. So. 01.04.06. Eine der wenigen Gelegenheiten, auf drei Fernwanderwegen gleichzeitig zu laufen. So, nachdem wir uns auf einem Pilgerweg befinden, hat irgendjemand von euch spirituelle Bedürfnisse, weil da vorne wäre nämlich die Waldandacht. Aber Hauptsache du pilgerst nach Mariazell, ne? Genau. Nicht einmal beim Hubertussee kannst du beim Pulver aufnehmen. Das ist das Salzstangl-Wirt, ja? Das steht da, das schaut sehr zu aus, oder? Wir sind in Urlaub. Wegen Reichtums geschlossen. 2,5 Stunden, ja, genau.
vorbeigesehen. Endlich haben wir halt die anderen die Kamera. Die Kleinode dieser lieblichen Landschaft gemeinsam zu entdecken hat definitiv was. Aber es fehlt auch jemand. Wie wird Sarah ergangen sein? Bus erwischt, Umstieg geklappt? In Heiligenkreuz werden wir es wissen. Gasthof-Seewiese, 700 Meter. Norwegerwiese, Skilift. Also von der breiten Fahrstraße auf die noch breitere Fahrstraße. Also da hinten die Erhebung im Wald ist genau 602 vermessen. Und das ist schon um einiges höher als da. Aha. Über Garden, ja. Hexenringe. Ganz deutlich zu sehen. Ja? Da vorne ist diese tolle Föhre zum Umarmen, oder? Das werde ich auch machen. Ich habe das auch vor 10 Jahren schon gemacht, das wollte ich jetzt wieder machen. Wenn ich jetzt nicht zu faul wäre, würde ich die Kamera da herstellen und filmen, wie wir da oben gehen. Das ist illegal. Nein! Was bist du für ein Weitwanderer? Ja, da lacht das Wandererherz, oder? Naturpark, Föhrenberge. Mein Content ist nicht so geistreich. Genau, ich habe leider keine Zeit für dich, Peter, nur für dich Straße. Tja, leider Gottes. Und wie war denn du bis jetzt so? Das Spannende ist immer wieder, man glaubt immer, die Abschnitte exakt und gut zu kennen. Und trotzdem, wenn man wieder herkommt, denkt man sich oft, das kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ja. Wenn man das als Inspiration hernimmt, dann kann man sagen, man kann sich ja alte Videos von uns immer wieder anschauen, wenn man sich eh nicht erinnern kann. Ne? Und allein schon in meinem Fall zahlt sich das aus, weil es halt wirklich sehr nostalgisch ist, noch mit einer alten Siemens Handheld-Kamera aufgenommen. Ja, seekrank mit Nostalgie, gell? Da ist die Markierung drin. Aber laut. Aber es ist. Laut Track aber nicht. Ja, laut App müssen wir gerade aus. Genau. Wer hustet, lebt. Da kommt jetzt der Endgegner. Da geht es jetzt zum letzten Mal bergauf vor dem Sattel. Da steht noch nichts. Aber da vorne, auf dem gelben Weg, also äußerst mitteilsame Schilder. Wiener Wallfahrerweg, Heiligenkreuz, 1,5 Stunden, natürlich. Österreichischer Weitwanderweg, Maria Zellerweg, Sittendorf in einer Dreiviertelstunde. Ja, gefühlt waren wir jetzt seit einer Ewigkeit auf der Forststraße, aber jetzt zum ersten Mal dürfen wir Steigerl genießen. Hm? Dschungelkampf. Aha, was steht denn da? Drehkreuz Weidegebiet betreten und befahren auf eigene Gefahr. Na, immerhin. Jetzt, wo es für längere Zeit bergab geht, kann Marco ein bisschen durchschnaufen. Doch so kurz nach seiner Erkrankung fordert die hügelige Gegend zunehmend Tribut. Und vor allem, er hat ja noch über 100 Kilometer nach Mariazell vor sich. Na, wenigstens ist die Szenerie entspannend. Ja, die Quelle ist außer Betrieb. Leider Gottes, gell? Schöner Platz, aber kein Wasser. Ist ein bisschen feucht, aber das war's. Aber immerhin, die Karte lügt nicht, da wäre eine Quelle. Das sind aber liebe Kühe, hä? Aber ja, Marco, du hast völlig recht. Jetzt ist noch kein Verkehrslärm. Der kommt erst. Da momentan ist gar nichts. Ne? Sehr friedlich, gell? Das stimmt, sehr, sehr friedlich. Man würde nicht vermuten, dass das in der Nähe von Wien so schnell geht. Jemand sich's versah. Er ist nur gefreut, dass wir da jetzt so in der Wildnis sind. Und was ist? Asphalt? Wenn man auf einem etwas weniger attraktiven Abschnitt gemeinsam unterwegs ist, kommt man auch gerne mal ins Fachsimpeln. Wildektron, gell? Und schon geht's nicht mehr nur um den Weg, sondern auch ums festgehaltene Erlebnis und seine Aufbereitung für euch Zuschauer. Das ist nicht aufgenommen, leider. Das war so ein Apparat und wirklich gut. Also Speck und Käse und. Du hast versagt, wirklich versagt, aber man hat es im Video nicht mitbekommen. Ja, wir haben jetzt erst gegessen und dann haben wir das Video gemacht. Ne? Mhm. Na schau, Wiener Wallfahrerweg, stopp! Ein Kaugummi-Automat.
Na, das schauen wir mal. 20 Cent, ne? Fantastic Fruits. Wahrscheinlich 1980 schon abgeladen. An dem kann nichts hinwerden, oder? Ja. Oh, lecker. Ganz ehrlich, ich finde eine Kugel raus. Mmm. Sensationell. Einhorn lecker, die kaufen. 3/4 Stunde, von mir ist die Zeitangabe hier in Österreich. Was stört dich an 3/4 Stunde? 4 Kilometer, das bin ich gar nicht. Anders als Weitwanderwege verlaufen Pilgerrouten entlang uralter historischer Verbindungen. Heutzutage führt einem jede Straße oder Autobahn vor Augen, wie sehr unser Mobilitätsbedürfnis riesige Flächen beeinträchtigt. Und wie ist es nochmal mit Verkehrslärm? Es wird lauter. Mhm. Richtig bemerkt. Es wird steiler. Ebenfalls richtig bemerkt. Deine schnelle Auffassungsgabe ist immer wieder beeindruckend. Ja. Wiener Wallfahrerweg. Ich schau ganz kurz vor. Ich bin immer wieder froh, dass Einhörner kein jagbares Wild sind. Da kannst du dich wirklich gut beschätzen, ne? Mhm. Füllenberg, Siegenfeld, Wiener Wallfahrerweg. Da ist er zum ersten Mal abzweigen auf Blau. Vor lauter Blick auf den Weg darf man nicht auf seine Weggefährten vergessen. Während sich bei Marco erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar machen, hat Sarah ihren Vorsprung genutzt und ist uns ein Stück entgegengekommen. Eine wirklich schöne Überraschung. Mit meiner Uhr geht das jetzt schon runter. Ah, ist aber hübsch da, oder? Ja? Ja, also ab hier wird es schöner. Geht es unter der Autobahn durch dann, ne? Hier sagt er wieder mal. Wieder vereint ignorieren wir die dunklen Wolken und verfallen als bald wieder ins Fachsimpeln über unsere Videos. Wohl auch, um uns von der nahen Autobahn abzulenken. Wir haben den Fehler am Anfang immer gemacht, dass wir den Blog gar nicht so YouTube erwähnt haben. Das haben wir jetzt verstärkt. Der Punkt ist, ich wollte zum Beispiel gar nicht irgendwas, was wir im Blog machen. Und die will nicht haben, dass Leute jetzt an mir persönlich so interessiert sind und sagen, ich will jetzt wissen, was man dabei erlebt hat. Das ist eher sekundär. Sondern die Frage ist, dass es aber überhaupt was zu erleben gibt. Ne? Ach, das ist ja auch die Farbscheiben. Die Sannen sind dafür bekannt, viel lange und ausschweifend zu essen. Das ist leider bei uns genau das Gleiche. Da steht die ganze Bande. Ja, warst du drinnen? Sehr gut, ich war noch nicht drinnen. Geh rein. Ja, dann geh halt rein. Ich komm mit, ja. Sarah, du wirst mich in den Innenhof führen, ja? Ja, ja. Mariazell, 99,9 Kilometer. Das genau. Ist keine 100 mehr. Oh, das ist ja sehr schön. Sehr cool. Ich zeig dir jetzt mal die Stelle, der ist da. Die ist genial. Bitte, zeig die Stelle. Mit dieser Stelle nicht zum Verweilen an. Ja, doch, tut sie. Das ist da fast eine natürliche Bank. Da war ich ohne Rucksack und habe in den Himmel gestartet. Es sind aber auch keine Ahorne, oder? Auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist Ahorn. Sind das nicht Platanen? Das sind ganz mächtige Bäume, ja. Geil, ne? Ich sag doch, das Super. Schönste an dem ganzen Tal sind die Bäume, die in der Mitte wachsen. Ja, richtig schöner Innenhof. Im Stift Heiligenkreuz. Na gut, jetzt wollen wir mal schauen, was sie davon gemacht haben. Da ist eine Einbahn, aber da drüben sehe ich Schilder. Da lungern sie rum. Da fahren geht's weiter. Meierling, Maria Reisenmarkt. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass Marco keine Stufen mag? Tja, gleich kommt der Endgegner. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Also Stufen. Ich glaube, sie mögen dich auch nicht. Es beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Bergauf, bergab, der Weg ist weit. Es lohnt sich auch in unserer Zeit nach Mariazell zu hatschen, sich zu fassen und seine Seele singen zu lassen. Schau, Marco, neue Stufen.
Du machst auch keine Stufen. Die Sonne hat uns eingeholt, aber zum Glück an einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich gegen die Sonnenrichtung aufgegangen sind. Das ist praktisch am Nordhang, oder? Mhm. Hat in dem Fall Osthang, aber das ist sehr gut so. Ja, landschaftlich wäre es ja schön, aber die Straße stört ein bisschen. Hm? Zumindest gibt es einmal Schatten, das ist ja schon was wert, oder? Via Saxa! Jetzt, wo wir endlich die stark befahrene Straße hinter uns haben, kommt auch meine eigene Wegplanung zur Sprache. Die rettende Markierung weg von der Straße. Hurra! Via Sacra. Ich kann die Dreier leider nur auf ihrer ersten Etappe bis Holzschlag begleiten. Damit ich dann aber auch wieder nach Hause komme, muss ich noch weiter bis nach Weißenbach an der Triesting mit noch mehr Straße. Bis dorthin, wo du lasch, könnte ich definitiv gerade nehmen. Aber wie viele Kilometer sind das noch? 5? Hm? Wir fahren mit dem Zug dann von Weißenbach zurück. Das sind noch so 5-6 Kilometer ungefähr. Hallo, ich bin Sarah von Schloss Wanderlust und jeder redet weiter. Schaut mal, wisst ihr, was da vorne für eine felsige Erhebung ist? Nein, aber ich weiß es nicht. Die Alamba Bischofsmütze, da gibt es auch ein schönes Video davon. Mit meiner Mama. Dann guck ich auf jeden Fall. Da wird der Asriel aber traurig sein, wenn du seine Videos nicht anschauen magst. Ich guck aus Prinzip nur deine Mama. Deine Mama ist cool. Cool. Tja, das Deutsche links. Die Deutschen sind so rechts, dass sogar links rechts. Da steht ein Bus und der fährt da aber nicht. Nein, nach Holzschlag fährt überhaupt kein Bus. Von einem Herrn Danzer? Ein Lied gehört? Ja. Die Geschichte des Jury-Fährts. Ja. Na, zum Glück gab es hier keinen Bus, sonst wäre jetzt Markus Motivation endgültig beim Teufel gewesen. Da waren wir schon mal. Genau bei dem Video von der Eile an der Bischofsmütze. Da sind wir nämlich da herausgekommen und wir gehen jetzt da hinein. Oh, da mache ich jetzt aber ein Bild. Maria Reisenmarkt in die eine Richtung, Alland in die andere Richtung. Also, Via Sacra. 20 Minuten nach Maria Reisenmarkt. Ganz streng wird das jetzt gemessen. Nicht ranzen. Was du jetzt hochgehst, musst du nachher nicht hochgehen. Also Tatsache ist, dass das da sogar landschaftlich, sage ich einmal, nicht unbedingt die schwächste, aber eine der noch unspektakuläreren Etappen ist. Via Sacra! Maria Reisenmarkt! Wir dürfen da runter gehen, damit wir nachher wieder raufgehen dürfen. Aber nicht für uns. Für uns geht's da rein. Also extra für den Marco Holzschlag mit Gastronomie und Unterkunft in 30 Minuten. Ja, bitte. Ruine Arnstein, 5 Minuten, Beischenhaus eine Stunde. Via Sacra Holzschlag in 15 Minuten. Da steht Holzschlag 45 Minuten, aber das stimmt nicht. Da haben sie ein anderes Schild vorher gehabt und haben das drüber getan. Ne? Ja. Ich war nicht gewusst, dass das doch ein bisschen höher liegt, gell? Holzschlag liegt schon ein bisschen höher, ja. Auf 580 ungefähr. Die Angaben sind etwas erratisch. So, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Marco, es geht moderat bergauf. War doch klar. Also hier war ich auch noch nie. Ich bin damals raufgegangen zur Arnsteinruine. Holzschlag. Ziemlich abweisend mit dem Zaun, ha? Via Sacra. Vermutlich wird das da oben sein. Nein? Nein, ist es nicht? Nein. Drüben? Ja. Das Haus mit dem orangen Dach, das man da sieht, ist es. Ja, tolle Abendstimmung in der Flugschneise, gell? Der liebe Marco, da drüben den Beistein hat er sich erspart. Das wäre noch deutlich anstrengender gewesen. So, der rettende Gasthof naht. Erste Etappe zu Ende. Ja, also erfolgreich haben wir die Straße heraufgeschleift. Nein, Spaß beiseite. Sie haben sich wirklich tapfer geschlagen. Ich weiß, Marco, nach einer Erkrankung, das ist ganz heftig und mit einem schweren Rucksack. Ja. Das ist gar nicht lustig. Nach 4 Wochen ohne Training, ohne irgendwas und direkt dann 23 Kilometer, fast 900 Höhenmeter. Ich bin kaputt. Ja. Aber es war sehr, sehr schön. Tapfer durchgekämpft. Sarah, ich wünsche euch wirklich nur einen schönen Weiterweg euch beiden. Ihr werdet es sicher toll machen. Und Flatter, dass ich das jetzt mal hier sagen darf.
meine große Ehre und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern, bitte. Und so heißt es Abschied nehmen von den Gefährten, von denen jeder seine ganz eigene Geschichte über diesen Tag erzählt hat. Es lohnt sich, auf den Kanälen von Strauchs Wanderlust und Ich am Weg unterwegs mit Peter vorbeizuschauen, um ihre Version zu entdecken. Trotz ganz unterschiedlicher Voraussetzungen war es eine wunderschöne gemeinsame Etappe, weil eben alle aufeinander Rücksicht genommen haben, damit wir sie gemeinsam erleben können. Daraus kann man eine ganze Menge lernen. Ein scheinbarer fix vorgeschriebener Weg lässt sich sehr wohl individuell flexibel gestalten und Pläne sind nicht dazu da, etwas unverrückbar festzulegen, sondern um Handlungsspielraum zu gewinnen. Diese Tour ist jetzt weit über ein Jahr her und ich denke immer noch gern an diese Zeit zurück. Nie hätte ich gedacht, dass ich sie erst jetzt veröffentlichen kann. Aber ja, es gibt mich noch und ich habe euch nicht vergessen, Sarah, Marco und Peter, dann natürlich auch euch nicht, die ihr mir hier bis zum Bahnhof Weißenbach gefolgt seid. Na dann, wie geschafft. Ja, und auch für mich sind die zusätzlichen 6 Kilometer nun vorbei. Und damit hast du endgültig nicht mehr. Ich bin fertig dabei. Und vielleicht sichten wir sie mal auf einer anderen Tour.